Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Naira Ney, ich grüße dich. Du hast morgen ein Gespräch und du möchtest wissen, wie verläuft das? Deine Situation beschreibt hier dieses Bild oder deine Haltung. Dieses Gespräch ist sehr wichtig. Es geht kein Weg vorbei. Es wird ein schwieriges Gespräch sein, aber du zeigst Mut. Es kann bedeuten, dass er dich herausfordert und du wirst wütend sein, aber du packst es. Wie verhält er sich bei diesem Gespräch? Das zeigt hier dieses Bild. Er kommt mit Gefühlen und er wird dich verletzt. Oder er zeigt, dass er fühlt sich verletzt. Er geht noch nicht, weil er betrachtet diese berufliche Situation noch als Übergangsphase. Und genau das zeigt die Karte in die Mitte. Weil das gibt die Antwort, ob er bleibt oder geht. Er kündigt oder wird gekündigt. Er wird gehen, aber er möchte noch bleiben. Sein Vorhaben ist, so lange, bis er nichts Besseres findet, möchte noch bleiben. Ich würde sogar sagen, dass er nützt diese Zeit, dich manipulieren oder dich zu verletzen, weil er kommt mit Gefühlen und ich persönlich habe kein gutes Gefühl dabei. Wie sollst du handeln? Wie sollst du dich verhalten? Das zeigt hier diese Karte. Hier diese Waage bedeutet, bleib im inneren Gleichgewicht. Aber vertrete die Gerechtigkeit, vertrete deine Rechte. Bring das ins Sprache. Die Schwert symbolisiert die Luftelement und das steht in Verbindung zum Kommunikation. Es wird schwierig sein. Kann auch bedeuten, dass hier entsteht auch eine gewisse Angst. Vermittel all das, was du sagen möchtest, aber klug und diplomatisch, sehr überlegend, wohl überlegend. Weil das kann bedeuten, dass er dreht die Worte oder versucht dann gegen dich das anzuwenden. Seine Schritte zeigt hier diese drei Karten. Dieser Turm bedeutet Umbrüche und Veränderungen und das kommt. Kann sogar sein, dass das plötzlich unerwartet kommt, dass er kündigt oder er bekommt eine Kündigung. Kann aber auch bedeuten, er will dich stürzen. Er wird aber Glück haben bei dem Neuanfang oder er vertraut seine Zukunft, dass er etwas Besseres findet. Es wird aber Momente geben, wo er versucht, ganz liebevoll und verständnisvoll kommen. Wie du auch bemerkt hast, er hat zwei Gesichter. Sehe ich genauso. Aber bleib nüchtern und beobachte sein Verhalten, beobachte, was er sagt und vertrete deine Rechte. Ich werde jetzt noch Fragen stellen.
ganz konkret, erstmal, ob er bleibt oder geht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, er wird kündigen, er geht. Wenn diese Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, er bleibt. Wenn diese Pendel stehen bleibt, heißt ein vielleicht oder es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wird er gehen oder bleiben? Die Pendel sagt, er wird gehen. Die zweite Frage ist, kannst du ihm vertrauen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, du kannst auf ihn hundertprozentig vertrauen. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, sei vorsichtig, du kannst auf ihn nicht vertrauen. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann kommt keine Antwort oder ein vielleicht. Er ist mal so, mal so. Kannst du ihm vertrauen? Ja, nein oder vielleicht? Die Pendel bleibt stehen und das bedeutet, in manchen Themen kannst du ihm vertrauen? Ja, in manchen Themen nein. Oder er ist mal so, mal so. Liebe Nairane, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.